Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Angehörige von Zhang Meier, besonders liebe Monika, lieber Linus, liebe Verwandte, Freunde und Bekannte, Weggefährten, Weggefährtinnen, Kollegen, Kolleginnen, ich heiße Sie, heiße euch alle recht herzlich willkommen hier nun zur Abschiedsfeier für Zhang. Als wir hier angekommen sind, habt ihr ein Mantra gehört, was uns jetzt auch in die Stille geführt hat. Dieses Mantra war auch der Begleiter akustisch in den letzten Tagen von Zhang und die Familie. Und so hat es auch da klanglich in die Stille geführt. Und jetzt sind wir für ihn da. Sammeln uns im Gebet. Herr des Lebens, zum einen sind wir da, weil wir traurig sind, weil wir vermissen, weil Zhang uns fehlt, nicht mehr so da ist, wie wir das gewohnt sind. Es ist Verlust und der Schmerz. Hilf uns und begleite uns auf diesem Weg der Trauer. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wo Trauer gespürt wird, wo sie wirklich gefühlt wird, wahrgenommen wird, da ist immer auch noch etwas anderes da. Denn Trauer, es ist wie eine Seite einer Münze, einer Medaille. Die andere Seite ist Dankbarkeit. Ich kann nur trauern, wenn eine Beziehung gelebt hat, wertvoll war von mir zu dem Menschen, um den ich traure und auch andersherum. Wo getrauert wird, ich sage es gerne so, da haben mindestens zwei Menschen im Leben etwas richtig gemacht. Die Person, um die getrauert wird, und die Person, die trauert. Einseitig wäre das gar nicht möglich. Gott des Lebens, jetzt bitten wir dich, dass wir diese Dankbarkeit nicht übersehen und dass wir auch aus ihr Kraft schöpfen können, dass wir sie leben, aus ihr leben, aus ihr heraus auch den eigenen Weg weitergehen. Hilf uns zu einem Leben aus Dankbarkeit. Christus, erbarme dich. Und dann haben wir auch die Hoffnung, um weiterzugehen. Hoffnung, dass sich der Weg lohnt, auch wenn wir ein Ziel vielleicht nicht kennen und wissen. Hoffnung, dass es auch Chancen gibt, einander verbunden zu bleiben, einander mitzunehmen, einander teilhaben zu lassen an dem, was unser Leben und unsere weitere Weggeschichte ausmacht. Gottes Lebens stärke in uns die Fähigkeit zu hoffen. Herr, erbarme dich. Der Gott des Lebens, er erbarme sich unser. Er mache uns jetzt auch frei von allem, was blockiert, was Verbundenheit und Gemeinschaft verhindert. Er mache uns offen füreinander, für das Dasein füreinander, für die Begegnung, für die gelebte Erinnerung, für das Weiterleben.
Er führe uns immer tiefer hinein in das, was das Geheimnis des Lebens wirklich ist, von dem wir immer nur Bruchstücke verstehen. Er schenke letztlich erfülltes Leben. Das gewähre du, Jean Meyer, und uns allen auch. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Leben ist ein Weg, den wir ja Gott sei Dank nicht alleine gehen. Es gibt Weggefährtinnen, Weggefährten, Begleiter, Menschen, mit denen wir Lebensgeschichte teilen, Erfahrungen, Erlebnisse. Und so schauen wir nun auch zurück und voraus. Hören, können ergänzen mit eigenen Bildern, eigenen Erinnerungen. Ich darf Weggefährtinnen, Weggefährten nun das Wort geben. Lade euch alle dazu ein, mit der eigenen Erinnerung auch zu ergänzen. Ja, der Jean, seit Kindsbeinen könnt. Wir sind zusammen im gleichen Haus aufgewachsen, Zwillisau in der Kirche Matt. Und aus dieser Zeit hängt mein Brief an Jean. Lieber Jean, lange her, mehr als 50 Jahre, du warst 10 oder 11, da hast du den Verein zur Verwirrung des Erdballs gegründet. Uns zu verblüffen, dieser Schalk steckte schon damals in dir. Und einige, die jetzt hier sitzen, erinnern sich vielleicht noch an deine allerersten Auftritte als Zauberer. Das war in der Kirbelmatte in Willisau. Es war Sommer, wir wohnten in einem 6-Familienhaus, in jeder Familie mindestens 3 Kinder. Hinter unserem Haus standen 3 Bäume, 2 davon waren Birken. Zwischen diesen Bäumen hatten wir aus alten Leimtüchern ein Zelt aufgebaut. Und da also warst du, der Zauberer, in Aktion. Wir anderen, eine Schar Kinder, hockten vor dir im Gras. Und du hast uns verblüfft. Du hast gezaubert. Ich sehe dich noch, wie du da, leicht vornübergebeugt, dein weißes Zaubertüchli geschüttelt hast und damit einen Teller oder eine Tasse oder was auch immer hast verschwinden und wieder auftauchen lassen. Wir wussten nicht wie, Hokus Pokus, und wir applaudierten. Und da war noch was, du und ich, wir hatten einen Schlüssel, ein Schlüsseli, wie wir es nannten. Es war ein besonderes Schlüsselchen, es existierte nämlich allein in unserem Kopf. Wann immer wir uns dieses Schlüsseli in Erinnerung riefen, war uns alles möglich, oder fast alles. Unsere Fantasie war ein Land ohne Grenzen. Als ich am Stephanstag, am 26. Dezember, neben dir an deinem Sterbebett saß, streifte mich die Erinnerungen an eben dieses Schlüsselchen. Nie zuvor, in den letzten 30, 40 Jahren, hatte ich je einmal daran gedacht. In jenen Minuten aber, an deinem Bett, war's da. Unser Schlüsseli, das Wunder wirken konnte, verknüpft mit deinem Schalk und mit deiner Gabe, uns zu verblüffen. Was, so blitzte es mir durch den Kopf, was, wenn du jetzt plötzlich vom Sterbebett aufstehen würdest? Zumal ich es ja eh kaum fassen konnte, dass es wahr sein sollte, was ich sah.
dass du auf dem Weg warst in eine andere Welt. Eine andere Welt. Als Kinder hatten wir zusammen Indianerlis gespielt. Du musstest damals als Bub eine Brille tragen und wir nannten dich deswegen Vierauge, was dich nervte, aber du hast aus der Not eine Tugend gemacht und dir die Adlerfeder, die vom Hund stammte, unter die Brillenbügel gesteckt. Später dann, als wir zusammen Bergtouren unternahmen, vom Balmhorn und Altels bis zur Aiguille de la Tsa, da aber hattest du eine Indianergeschichte, respektive ein Indianerbuch von ganz anderem Kaliber im Kopf und im Rucksack. Das war nicht Winnetou. Nein, hier nun ging es um Nikolaus Black Elk, einen Medizinmann und spirituellen Wegweiser aus der Prärie von Dakota. In jenem Buch, es erschien erstmals im Jahr 1932, spricht Black Elk über seine Vision als junger Mann, über Natur und Wachstum, Bestimmung und Akzeptanz. Dieses Buch hattest du damals so oft mit dabei. Als ich an deinem Sterbebett saß, rief ich es dir und mir in Erinnerung. Black Elk speaks. Ich wiederholte die Worte mehrmals, weil in jenem Buch vom Suchen und vom Finden die Rede war, fernab von esoterischem Gesäusel. Wenn ich mich nicht irre, so war Black Elk, dieser Heiler und Kataket aus Dakota, eine frühe Station auf deinem Herzensweg. In meiner Erschütterung, mich von dir verabschieden zu müssen, hatte ich am Stephanstag darauf zurückgegriffen und dir damit eine gute Weiterreise gewünscht. Eine Reise Richtung Licht. Lieber Jean, ciao. Danke. Ein Spiel zwischen Realität und Fiktion. Für Zhang. Das Theater über Romeo und Julia in Willisau war der Anlass unserer ersten Begegnung im Jahr 1981. Wir beide sind in Willisau aufgewachsen, du gerade um die 20, ich etwa so viele Jahre älter und schon länger beim Theater. Es war die erste Probe mit der Gruppe der Freischaren und es ging um Romeo und Julia auf dem Dorfe von Gottfried Keller, das sich auf dem Hintergrund der Freischarenzeit um 1844-45 für diesen Ort realisieren wollte. Der Jazz von Knox-Troxler wurde hier zum aktuellen Zeichen für den politischen Aufbruch der 68er Jugend. Es gab bei Probenbeginn nur den Text von Kellers Novelle und dazu einige Dokumente über den historischen Hintergrund. Das Stück wollte ich mit den alten roten und schwarzen Mitgliedern der Theatergesellschaft, den alten Hasen und dem bunten Haufen der jugendlichen Rebellen aufgrund ihrer eigenen Ideen und Erfahrungen entwickeln. Ich bat sie, eine Art Tag im Leben von zu schreiben oder zu entwerfen als Vorlage für ihre Figuren. Hans Meyer fand so zu sich als Figur des Zhang. Er hat wunschgemäß eine solche Biografie abgeliefert, wie die anderen auch. Hötanki,
lässt sich der Text wie einen frechen Entwurf für eine ganz besonders moderne, für ein ganz spielerisches Theater. Aber eine Biografie zwischen Realität und Fiktion. Es war die Geburtsstunde von Zhang als Theatermacher gewesen. Ich lese jetzt den Text mit der Überschrift Zhang und verfasst von Hans Meyer 1981. Die Figur hat er im Stück gespielt und man kann auch einiges im Text lesen oder hören, was seine ganz eigene, persönlich bestimmte Berufserfahrung und seinen Lebensweg bestimmt hat. Zhang. Ein Nekrolog ist von mir leider nicht vorhanden, sonst hätte ich auf den verweisen können. Umgekommen bin ich beim zweiten Freischarenzug gegen Luzern. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich in vorderster Front gekämpft habe. Ganz und gar nicht. Ich war noch gar nicht zum Kämpfen gekommen, als mich die Kugel traf. Irgendein angefressener Konservativer muss es gewesen sein. Ein unschönes Ende. Dabei hat doch alles so schön begonnen in Schötz. Ich sei ein schöner Junge gewesen, hübsch und fein. Schon früh wurde beschlossen, aus mir gäbe es keinen Holzer und auch keinen Handwerker. Nach der Schule schickten sie mich zu einem befreundeten Kanzlisten in den Aargau. Ein Schreiber sollte ich werden. Später vielleicht einmal Gemeindepräsident wie mein Vater. Er war ein verstaubter Mann, dieser Kanzlist. Der Blick aus dem kleinen Fenster in der Schreibstube wurde immer weiter. Durch dieses Fenster drangen Landschaften, Leute, drang Licht in das dunkle Loch. Dieses Fenster war meine einzige Hoffnung. Nach über 3 Jahren ging ich fort, einfach fort, einmal in der Nacht. Ich wollte doch leben, wollte Baum sein und Vogel, wollte lieben und singen. Viele Leute traf ich an, fahrendes Volk, Zigeuner, Verganten. Ich lebte mit ihnen, sie lehrten mich vieles. Immer wieder trennte ich mich, ging alleine weiter, hatte Hunger, war besoffen und wusste nicht mehr, was mich wohin trieb. Suchend, immer suchend. Einmal, ich wusste nicht wie, kam ich wieder ins Luzerner Hinterland. Viel war ich in Willisau, in der Bierhalle. Dort traf ich auch Silly, ein schönes Mädchen, in das ich mich verliebte. Geld hatten wir keines, doch alles andere in der Welt. Den Kampf der Liberalen gegen die Konservativen erlebte ich einmal nüchtern und unbeteiligt, doch plötzlich wieder so intensiv und geladen, dass ich für alles bereit gewesen wäre. Der Steiner Sepp war an diesem ganzen Hin und Her nicht ganz unbeteiligt. Meinen Kopf ließ ich für eine Sache, die heute Pünktchen. Das ist ein Brief, den ich an Zhang geschrieben habe.
ohne Brief, als ich nach dem letzten Besuch, als ich heimgefahren bin im Zug. Lieber Shang, du warst Rechtsbeiner und Rechtshänder, wie ich auch. Das hat uns vor langer Zeit zusammengebracht. Wenn Sila, unser Akrobatiklehrer in Verschow, damals gewusst hätte, was er damit angerichtet hat. Durch unsere Zusammenarbeit in der Palestra, in der Turnhalle der Dimitri-Schule, ist eine langjährige Freundschaft entstanden. Wir konnten immer gut zusammen reden, über unsere Freuden und Zweifel. Lieber Shang, ich konnte viel von dir lernen. Wir haben zusammen diskutiert und gelacht. Du hattest viel Humor und Schalk. Und wir haben diskutiert. Streiten habe ich mit dir gelernt. Da flogen manchmal die Fetzen. Aber du warst niemals nachtragend. Nach der Ausbildung sind wir im Trio zusammengeblieben. Eiger, Mönch und Jungfrau. Wir sind in der Welt herumgekommen mit vielen lieben Menschen. Im Trio, du, Danu und ich, haben wir an jeder Hundsverlocherte, vom Grand Hotel Giesbach bis auf den Gütsch gespielt. Waren in Atlanta, in New York, Rumänien, an der Weltausstellung in Sevilla und haben in Japan gespielt. Da war auch das Möni mit dabei. Ja, ich habe viel von dir gelernt, lieber Shang. Du warst der Schnellere im Aneignen von Fertigkeiten am Computer. Du hast mir den Mut und Rückhalt gegeben, zusammen eigene Projekte auf die Beine zu stellen und mich in Buchhaltung und Abrechnungen zu beschäftigen. Mittlerweile hießen wir Theater, Eigermönch und Jungfrau. Du hast bei dir das Bühnenbild gelagert, hast extra Autofahren gelernt, zuerst nur schlecht als recht, aber dann immer besser. Du hast etwas von Licht verstanden, wo ich keine Ahnung hatte. Du hast einmal beim Aufbau einer Vorstellung den Finger gebrochen und musstest die ganze Vorstellung so spielen, als Pinguin im Stück an der Arche um 8. Und du bist einmal, auch als Pinguin, während deines Textes langsam auf der Bühne zusammengesunken, weil du ohnmächtig geworden warst. Wir konnten die Vorstellung aber fertig spielen. Eine Spezialität deiner Familie, wie du uns danach sagtest, ohnmächtig werden. Als du dann angefangen hast, Kurse zu geben, habe ich gedacht, von wo nimmt der Mann den Mut? Du warst in vielem der Schnellere und hast mich animiert, es auch zu versuchen. Du, Zwilling, auch das hat uns verbunden. Dann hast du angefangen, Regie zu führen, große Kisten, was noch viel mehr Mut gebraucht hat, wie ich fand. Auch in der Zeit deiner Krankheit habe ich dich als großzügigen Menschen erlebt. Du hast mich teilnehmen lassen an deinen Ängsten. Du hast dir meine ellenlangen Litaneien über meine Sorgen angehört. Du hast mich unterstützt, mich trainiert in den langen Spaziergängen in den Hügeln um Ashleys Matt. Lieber Shang, dein mutiges Voranschreiten, dein Hinterfragen, deine Neugier haben dich zu einem außerordentlichen Menschen gemacht. Merci, dass ich diesen langen Weg mit dir gehen durfte. Danke, Silar. Es soll gelten. Das ist ein Lieblingssatz aus dem Lieblingsstück mit dem Shang, Schneeluft. Thank you.
Lieber Jean, dass die Traurigkeit in mir über deinen Tod nicht einfach bleierne Schwere auslöste, sondern auch etwas Helles, Lichtes, hat ganz fest mit Möni und Linus zu tun. Ich war tief berührt von ihrer liebevollen, sanften Art, mit der sie dich umsorgt haben. Ihr habt euch gegenseitig Zeit geschenkt. Ihre behutsame Begleitung hat es deiner Seele bestimmt leichter gemacht, diese Welt ruhig zu verlassen. Am Tag nach deinem Tod am Barzeli machten Silvia und ich einen Rundgang und nahmen dich einfach mit. Ich erzählte von unseren Begegnungen und gemeinsamen Stationen in Theater und Zirkus. Du hast uns durch Feld und Wald begleitet, in Steinen und Wurzeln, in Wind und Wolken. Beides gehörte zu dir, das Erdige und das Luftige. Deine Wurzeln ragten zum Himmel, deine Wolken schlugen Wurzeln. Du hast Ernsthaftigkeit mit Schalk verbunden, Bodenhaftung mit Leichtigkeit, Tiefgang mit Verspieltheit, den Blick nach innen mit dem Blick in die Weite. Im Sommer auf unserer gemeinsamen Wanderung durch Saastal erlebte ich einen dankbaren, fast demütigen Jean. Jedes Mal, wenn du am Wegrand ein Männertreu entdecktest, hieltest du an und rochst daran, als könntest du Glückseligkeit einatmen. Du strahltest große Dankbarkeit aus für alles, was dir die Welt und das Leben geschenkt hatten. Und ich bin dankbar, dich bei unserem Besuch vor Weihnachten noch einmal tanzen gesehen zu haben. Zerbrechlich zwar, aber innig und zart mit deiner Möni. Und Linus hat deine Augen in den Entlebucher Schnee hinausgeführt. Schau für unseren Papa. Und dir so ein Strahlen auf dein Gesicht gezaubert. Lieber Jean, ich schicke dir ein paar Zeilen ins Jenseits, in den Himmel. Ich weiß nicht recht, aber wenn es einen Himmel gibt, dann vor allem für Menschen wie dich. Ich finde, es gab diesen geheimnisvollen Ort der Sehnsucht und der großen Freude schon in deinem Leben. Das Jenseits hatte schon in deinem Leben seinen Platz. Damit hattest du aber nichts Morbides im Sinn, nichts Schmachtendes, keine Anbiederung an die Vorstellung eines vermeintlich besseren Lebens irgendwo im Unerklärlichen. Aber du warst dir bewusst, dass es zwei Seiten des Vorhanges gibt, und dass der Rand des Tellers noch nicht den Horizont darstellt. Wohl deshalb gab es in deiner Nähe auch immer wieder wunderbare Zwischenräume, und ich spürte deine Lust, diese zu ergründen. Du hast das Kunststück fertiggebracht mit doppelten Böden, aber ohne Zweideutigkeit, zu arbeiten und zu leben. Chapeau vor dem begnadeten Artisten. Ich glaube, das kann nur jemandem gelingen, der dem tieferen Sinn einer Sache nicht vorschreiben will, was er zu bedeuten hat. Zugegeben, es war nicht immer nur gut Kirschen essen mit dir, sei es im Theater oder bei anderen wichtigen Themen. Es gab, wenn vonnöten, schon auch eine klare Deutungshoheit durch Meister Jean. Die lag gelegentlich auch mal jenseits deines großartigen Humors und Schalkes, aber immer auch jenseits von sinnloser Strenge, von grobschlächtiger Wut
oder fehlendem Respekt den Menschen gegenüber, aber gerne mit heiligem Zorn. Und das war gut so. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, es muss einen Himmel geben für Menschen wie dich. Falls doch nicht, so inszenieren wir ihn zusammen, hier und heute, unter deiner Regie. Das wird anstrengend, aber spannend. Das wird ernsthaft, aber auch humorvoll. Glaub mir, Shang, wir geben alles, um unseren Part gut zu spielen, weil wir deine Kraft spüren und erleben, wie du mit Leib und Seele, mit ganzem Herzen bei der Sache bist. Allerdings, du musst zugeben, das Stück, das du gewählt hast, ist kein einfaches, dein eigener Abschied. Früh und so schmerzhaft für deine Lieben und uns alle. Für dich ist diese Feier heute eine Premiere, auf die keine weiteren Aufführungen folgen. Für uns ist es vielleicht auch schon Haupt-, wenn nicht Generalprobe, im großen Spiel des Lebens. Das Spiel. Deine Arbeiten und deine Wesensart haben mich gelehrt, dass es kaum etwas Ernsthafteres und Wichtigeres gibt als das Spiel. Feuerspeiend gegen die Dämonen antreten, jonglieren mit den Unwägbarkeiten des Lebens, mit klarer Stimme auftreten und den Herzbuben zur rechten Zeit ausspielen. Das ist es, worum ich dich beneide, lieber Shang. Nicht im Sinne von Missgunst, sondern in freundschaftlicher Anerkennung. Ich will versuchen, mein eigenes Stücklein hienieden mit deiner Hilfe zu einem guten Finale zu bringen. Möglichst ohne falsches Pathos, das hast du zu Recht gehasst, auf der Bühne wie im Leben. Und suchend, draußen in der Natur und drinnen im Herzen, so habe ich dich verstanden. Suchen, immer wieder, mit großer Neugierde. Und dann etwas finden und hervorholen und mit uns teilen. Du hast viele gute Dinge ans Licht gebracht. Manchmal aus dem Nichts von gestern, das sich heute als kleine Perle entpuppt. Hast hinter dem Ofen hervorgeholt, was sich in Gemütlichkeit verstecken wollte. Und aus dem Hut deiner Talente gezaubert und uns immer wieder in Staunen versetzt. Hast gefunden im Märchenwald und letztlich wohl auch in der Krankheit, aber vor allem immer wieder in der Liebe. Danke, Shang.
Hoi, Jean. Schön, dass du da oben noch ein bisschen Zeit gefunden hast. Ja, es tut mir leid, ich sollte für deine Abschiedsfeier noch die Bibeltexte raussuchen und eine Predigt vorbereiten. Ja, bin wieder ein bisschen Sport dran. Aber gut, ich hätte ein paar Ideen, beziehungsweise Monika hat einen Bibeltext vorgeschlagen. Der war aus dem Buch Kohelet. Sagt er jetzt so nicht? Wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen der Existenzialist im Alten Testament. Also ich lese das mal vor. Alles im Leben hat seine Zeit. Alles im Leben hat seine Stunde. Geboren werden und sterben. Aufbauen und abreißen. Lachen und weinen. Klagen und tanzen. Weggeben und einsammeln. Suchen und verlieren. Halten und lösen. Verbinden und trennen. Schweigen und reden. Und auch wenn du dich noch so darum bemühen würdest, du kannst nicht gegen das Leben anleben. Du kannst nur mit dem Leben leben. Ja, wir haben halt gedacht, der könnte dir gefallen, der könnte zu dir passen. Dir war ja auch spirituell zum Beispiel der Körper wichtig und seine Rhythmen, Yoga, Meditation, Rhythmus, Atmen, ja, ein, aus, still sitzen, Kinin, Bewegung. Alles hat seine Zeit, Lebensrhythmus, Lebensphasen kommen und gehen. Übrigens, Lebenswege kommen und gehen, weißt ja noch. Ich bin damals nach Willisau gekommen und du warst aber schon von Willisau weggegangen. Du hast damals schon nicht mehr in der Chilegas gewohnt. Aber du bist ja immer wieder auch zurückgekommen und in Willisau wurden wir einander auch vorgestellt. Und dann haben wir auch ein paar Sachen miteinander gemacht und dann irgendwann auch mal wieder aus den Augen verloren. Und dann kam ich jetzt nach Escholzmatt und du warst schon da, hatte ich ja aber nicht zunächst realisiert. Aber du warst einer der Ersten, die mir hier begegnet sind. Also im wahrsten Sinne des Wortes bist du mir über den Weg gelaufen. Ich stand da draußen auf dem Kirchenvorplatz, um mir das hier mal anzuschauen, ob ich mich hier wohlfühlen könnte. Und du warst gerade dabei, auf den Schwendelberg hinauf zu joggen. Ah, du hier jetzt, schön. Der Kontakt wurde wieder belebt, aber halt auch in mein Ankommen kamen dann schon recht bald auch Anzeichen deines Gehens. Und das hast du auch offen, ehrlich, unsentimental, unpathetisch angesprochen, nicht verheimlicht. Die Erkrankung, die damit verbundenen Unsicherheiten und Fragen, auch erzählt von einem Theaterprojekt, es wäre gewesen zum Thema Legenden und Sagen vom Lutherbad, ja, wo du nicht weißt, ob du es noch je so realisieren kannst. Und du hast bis fast zuletzt auf deine eigene unnachahmliche Art Gedichte rezitiert. Die beiden letzten, das war zum einen vom Bertolt Brecht, die Entstehung vom Tao Te Ching, und vom Hermann Hesse, die Stufen. Und da haben wir noch gesagt, Mensch, das nehmen wir noch auf. Und am nächsten Tag ging es nicht mehr. Schon eine andere Stufe. Adi, komm doch die Stufen herauf.
Stufen von Hermann Hesse. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit und auch jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. Naja, Schang, und wir haben halt gedacht, der Kohelet, der passt zu den Stufen. Die beiden Texte haben ja irgendwo was Seelenverwandtes. Es gibt aber auch Unterschiede. Ist euch vielleicht aufgefallen, der Kohelet, obwohl es in der Bibel steht, es kommt nirgendwo Gott vor, nicht ansatzweise. Das braucht er auch nicht, weil der Kohelet, der beobachtet einfach. Der schaut aufs Leben, beobachtet, nimmt wahr, aber er wertet nicht. Nimmt keine bewertende Haltung ein. Er akzeptiert. Und da brauche ich Gott nicht als Figur. Beim Hesse kommt er vor, Weltengeist. Aber warum? Weil der Hesse, er nimmt in seinem Ich eine Haltung ein, eine Einstellung. Er vertraut. Also er sagt nicht nur, ja, es ist halt so, es gibt Stufen, es gibt Räume. Ja, und da muss man halt wechseln. Er sagt, ja, es ist vielleicht auch gut, wenn wir gehen, weitergehen, wenn ich das Neue kennenlerne. Es ist eine positive Bewertung drin, ein Vertrauen. Die Überzeugung, dass etwas Sinn macht, dass etwas gut kommt, dass sich es vielleicht lohnt, weiterzugehen. Wir sollen weitergehen, nicht nur wir müssen weitergehen. Es hat wohl ein Ziel. Es ist Vertrauen und Vertrauen braucht ein Gegenüber. Und wie soll ich das ansprechen? Das Du. Wie soll ich es möglichst offen benennen, eben ohne zu vereinnahmen, zu dogmatisieren, zu schubladisieren? Gott, Weltgeist. Aber wir merken, es geht doch nicht um ein dogmatisches Fixieren. Es geht um das Bedürfnis, Vertrauen auszudrücken, Du sagen zu können. Es geht um das, um nichts anderes. Und dieses Vertrauen, das hast du gelebt in Stufen, es hatte für dich Stimmigkeit. Es war eben nicht nur, ja, ich kann es halt auswendig. Man hat es ja deinem Rezitieren angehört, du hast es auf deine Art gelebt. Dann in der Krankheit nochmal ein anderes Zitat. Ich hatte hier an diesem Ort mal eine Predigt dieser Zeit. Ich habe da in einem anderen Zusammenhang ein Zitat gebracht von Václav Havel. Und er ja nicht nur politisch aktiv, sondern eben auch Theatermensch, Schriftsteller, Bühnenautor. Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass etwas gut ausgeht, sondern die Überzeugung, dass etwas Sinn macht.
unabhängig davon, wie es ausgeht. Ja, und dieser Brocken von einem Satz hat dich beschäftigt. Ich habe gar nicht gewusst, dass du diese Predigt gehört hast, aber du hast mich dann immer wieder auf den Satz angesprochen. Mich hat es in dem Sinn auch gefreut, weil du mit diesem Satz nicht umgegangen bist, wie das oft passiert, dass man dann sagt, ja, dieser Satz erklärt mir alles. Mit diesem Satz ist Friede, Freude, Eierkuchen. Dieser Satz ist für mich so wie ein spirituelles Küchenkrepptuch, mit dem man alles vom Tisch wischt. So hast du diesen Satz ja nicht genommen. Sondern das war Anregung zum Suchen. Stimmt denn das zum Hinterfragen? Was heißt das jetzt, dass es Sinn macht, unabhängig davon, wie es ausgeht? Klar, man kann dann schnell mal auch wieder flotte Sprüche, gell, der Weg ist das Ziel. Das sagt sich vor allem sehr leicht, wenn man ein Ziel hat. Aber jetzt sag mal, der Weg ist das Ziel und das Ziel bricht dir weg. Was jetzt? Stimmt's noch? Ist dann der Weg tatsächlich das Ziel? Entscheidend hier für Havel sicherlich die Haltung zum Leben und nicht die Theorienbildung übers Leben hinweg. Und jetzt finde ich trotzdem wieder so einen Geistesverwandten im Alten Testament. Und das ist vielleicht der älteste Text von allen. Ich lese ihn jetzt einmal in einer Nachdichtung. Es ist der Psalm 121. Mein Auge schaut den Berg hinan, dort kommt mir Hilfe her. Von Gott wird mir die Hilfe nahen, der das Land erschuf und das Meer. Getrost, dein Fuß geht nimmer fehl, dein Hüter kennt nicht Ruh. Nicht schließt dein Wächter, Israel, sein Aug im Schlafe zu. Der Herr, dein Schutz und Schatten, hält an deiner rechten Wacht, dass tags die Sonne dich nicht quält, nicht der Mond bei Nacht. Gott lässt kein Übel dir geschehen, dein Leben ist geweiht, denn er schützt dein Kommen und dein Gehen. Jetzt und in Ewigkeit. Könnte dir auch gefallen, weil mein Auge schaut den Berg hinan, den Berg hinauf, den Berg hinunter. Ich glaube, der Berg passt. Und es gibt auch auf bestimmte Fragen keine Antwort, hat er auch nicht nötig. Ja, die alten Philosophen fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Nicht beantwortet. Es reicht, er schützt dein Kommen. Woher? Er schützt dein Kommen. Er schützt dein Gehen. Wohin? Er schützt dein Gehen. Kommen und Gehen. Weg als das Gesegnete. Dass es Sinn macht, überzeugt sein, ist nicht ein Wissen, keine Theorie, ist eine Lebenseinstellung, eine Haltung. Dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und eben kommen und, Moment, was, Shang? Ich soll mal langsam einen Punkt machen. Ach so, du musst raus auf die Bühne, du hast gleich Auftritt. Was spielst du denn? Einen Wallfahrer unterwegs ins Lutherbad. Und du müsstest gleich raus auf die Bühne joggen, den Schwendelberg rauf. Ja, Schank, dann toi, toi, toi. Und was noch? Wir könnten dir eine Auftrittsmusik machen. Die Engel hätten es nicht so mit dem Singen. Sei ein Klischee. Ja, machen wir doch das für dich. Wäre der Psalm 121 okay? Gut, machen wir. Gesangbuch Nummer 550.
Aus diesem Vertrauen heraus, dass unser Dasein, unterwegs sein, kommen und gehen gesegnet ist. Aus dem heraus dürfen wir auch äußern, was wir hoffen, was wir wünschen, wonach wir uns sehnen. Ich darf jetzt diejenigen bitten, die die Fürbitten vorbereitet haben. Für Zhang war die Arbeit mit dem Körper ein zentraler Bestandteil für eine tragfähige Spiritualität. Guter Gott, wir bitten dich, lass dieses Bewusstsein auch in uns wachsen. Wir bitten dich, erhöre uns. Auf die Frage, wie können wir dich unterstützen im Umgang mit deiner Krankheit, antwortete Zhang mit sanfter Stimme. Einfach lieb sie. Die Liebe und Gewaltlosigkeit waren zentrale Werte für Zhang. Guter Gott, wir bitten dich, öffne unsere Herzen, damit wir in Liebe und Gewaltlosigkeit unsere Wege gehen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Zhang schöpfte viel Kraft beim achtsamen Wandern in der Natur und in der liebevollen Begegnung mit den Menschen. Guter Gott, wir bitten dich, lass auch uns achtsam mit der Natur umgehen und hilf uns, den Menschen mit Offenheit zu begegnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wenn ich jetzt die Gaben bereite und wir dazu Musik hören, lade ich auch dazu ein, das ganz Persönliche, was man anvertrauen möchte, worum man bitten möchte, eben gedanklich mit hinzulegen und mit auf den Weg zu geben. Thank you.
Brot des Lebens, Brot und Wein, sie stehen für all das, was wir zum Leben bekommen und empfangen haben, an Gabe und Begabung, aber auch für all das, was wir daraus machen. Sie stehen für all unser Engagement, wofür wir uns einsetzen, was uns am Herzen liegt, was und wer uns wichtig ist, wie wir miteinander umgehen, mit den Möglichkeiten. Worum wir bitten, ist die Kraft, die es verwandelt, es ist die Liebe, die den Unterschied ausmacht. So bitten wir um den Geist der Liebe für unser Leben, unser Dasein, diese Liebe wandle. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Das große Lob- und Dankgebet stimmen wir nachher ein mit dem Sanctuslied bei der Nummer 110. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, rühmen dich durch Jesus Christus, denn er ist der eine, der den Tod auf sich nahm für uns alle, damit wir in diesem Tod nicht untergehen. Er ist der eine, der für uns alle gestorben ist, damit wir im Ewigen leben. Durch ihn preisen dich all deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit und darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben, heilige sie, damit sie für uns jetzt werden zu Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn an dem Abend, an dem sein eigenes Sterben bevorstand, da nahm er im Kreise der Menschen, die ihm wichtig waren, das Brot, sagte Dank für alles, dankte für das Leben, brach es und reichte es ihnen mit den Worten, nehmt, teilt, esst alle davon, das ist mein Leib, mein Leben. Das habe ich gelebt mit und für euch. Das ist gegeben für euch. Dann nahm er auch den Kelch mit dem Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt, trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, damit Menschen Mut haben, dort wo sie hingefallen sind, aufzustehen, neu zu beginnen, weiterzugehen, die nächste Stufe sich zu getrauen. Tut das in Erinnerung an mich. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Bringe dir so das Brot des Lebens, den Kelch des Heiles dar. Und damit danken wir dir, dass du uns alle dazu berufen hast, vor dir im Leben zu stehen. Wir danken dir, dass wir alle unsere Gaben und Begabungen haben, mit denen wir dir und einander dienen können. Danke, wir haben uns etwas zu sagen, beizustehen, zu geben. Deshalb bitten wir auch, stärke Verbundenheit. Stärke die Verbundenheit mit dir. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Stärke die Mitmenschlichkeit. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke so deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe. Da beten wir auch für Papst Franziskus, Bischof Felix, alle Bischöfe, Priester, Diakone und alle, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Für alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit und Verständnis einsetzen. Für alle, die Wege suchen und einander helfen, Lebenswege zu gehen. Und jetzt beten wir ganz besonders für Jean. Damals in seiner Taufe ist gefeiert worden, ja zum Leben, gut, dass es dich gibt, schön, dass du aufgetaucht bist, dass du jetzt da bist, auf dieser Bühne des Lebens. Von dieser Bühne des Lebens bist du jetzt auch mit dem Christus gegangen. Guter Gott, lass ihn mit dem Christus zum Leben auferstehen. So beten wir aber auch für alle, die verstorben sind, in der Hoffnung auf ein größeres Leben. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Erbarme dich über uns alle, damit uns dieses ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, aus allen Orten dieses Lebens, dieser Welt. Dass wir in innerer Verbundenheit über die Räume und Zeiten hinweg dich loben und preisen. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vertrauen haben, Vertrauen braucht ein Gegenüber, du sagen dürfen. Ich lade uns ein, dass wir es im Vater unser so tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Brechen des Brotes beten wir singend mit dem Bruder Klausengebet, mein Herr und mein Gott. Im Gesangbuch ist es bei der 546. Mein Gott.
im Du, im Miteinander und Füreinander. Da wird es sichtbar und erlebbar, was mit Gott gemeint sein könnte. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Das Aussegnungsgebet ist ein Gebet eben auch mit auf den Weg. Segen bezieht sich auf einen Weg, alles Gute, komm gut an. Oder eben auch, der Weg möge Sinn machen. Er möge sich lohnen, er möge es wert sein. Das ist Danke. Guter Gott, wir danken dir für alles Gute im Leben von Zhang. Sei das nun alles Gute in dem Sinne, was er selber als gut erlebt hat, was ihm gut getan hat, was für ihn erfüllend war, beglückend, was ihm Freude geschenkt hat. Danke für alles Gute, das Zhang erleben durfte. Aber nicht zuletzt danke auch für alles Gute, das wir dank Zhang erleben durften. Für das gelungene Miteinander, für die Wegstrecken, die wir zusammengehen durften, für gemeinsame Zeit, gemeinsames Erleben, erfüllte Zeit miteinander. Danke für das, was in uns weiterleben wird und was uns bleibt. Guter Gott, wir bitten dich, lass ihn jetzt bei dir in diesem Größeren sein, von dem wir selber hier so wenig verstehen. Lass ihn dort jetzt akzeptiert sein, willkommen sein, angenommen. Uns, die wir im Hier und Jetzt zurückbleiben, gibt die Kraft, füreinander da zu sein, einander gute Wegbegleiter zu sein, bis wir dann eines Tages wieder vereint sind bei dir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich segne jetzt mit folgenden Zeichen Wasser, Weihwasser. Das ist Tauferinnerung. Und wo kommt das her? Das Leben beginnt im Wasser, kommt aus dem Wasser. Biologiegeschichtlich, bei uns selber allen auch. Im Mutterleib waren wir im Wasser. Und jetzt kommt man aus dem Wasser heraus, das Auftauchen. Schön, dass du aufgetaucht bist. Gut, dass du da bist. Gut, dass du diese Bühne betreten hast. Bejahung, Freude, Akzeptanz. Und das wird jetzt nicht zurückbuchstabiert. Es wird bekräftigt. Es ist so. Gut, dass du bist. Auch wenn wir wenig davon verstehen. Eine kleine Osterkerze, an der großen Osterkerze angezündet, wie damals die Taufkerze bei der Taufe. Das Licht brennt, das größere Leben. Und der Rauch, der Weihrauch, Baumharz, fest begreifbar, der festen Form, stets für all das, was wir in der Hand haben, was wir begreifen, was wir verstehen, was wir im Griff haben, was wir behandeln können, was wir machen können. Da bin ich handlungsfähig. Jetzt verraucht's. Es ist da, ich sehe es, ich riech's, kann es nicht einfangen, festhalten. Ich realisiere, zum Leben gehört auch manches, das ich nicht behandeln kann, nicht verstehen kann, ist aber trotzdem da, gehört dazu. Ich kann damit leben, eben wenn ich Vertrauen schenken kann. Ist ein Zeichen des Vertrauens, auch des vertrauensvollen Loslassens. Vertrauen ja gerade dort, wo ich nicht weiß.
hören wir ein Lied von Herbert Grönemeyer, Der Weg. Lassen wir das auch mit seinem Text auf uns wirken. Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nordisch Nobel, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon, die Unendlichkeit bestaunt, heillos versunken, trunken, und alles war erlaubt, zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Mördisch Null, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Fügung deine Stirn geboten, hast sie nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise auf eine Welt. Habe dich sicher in meiner Seele, ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt.
Es ist jetzt so, die Beisetzung selber ist dann zu einem späteren Zeitpunkt, Familienkreis. Ich gebe uns allen den Segen zuerst mit auf den Weg. Und dann singen wir noch etwas nach Möglichkeit miteinander, als kleine Geste der gemeinsamen Referenzerweisung. Ich sage noch gleich was dazu. Und nach dem Lied haben wir die Möglichkeit, hier vorne einfach mit dem Weihwasser oder an der Urne, mit den Arvenadeln, eine persönliche Zeit zu nehmen, Geste des Abschiednehmens hier unter Verbundenheit, in aller Ruhe, im eigenen Tempo. Es gibt dann auch draußen die Möglichkeit, noch etwas Warmem, Flüssigem zusammenzustehen, sich auszutauschen, zu erzählen. Das Lied, das wir nachher singen, wir können schon aufschlagen, ist von guten Mächten. Das ist der Text von Dietrich Bonhoeffer. Da ist es so, bei der Nummer 374, das sind Texte und da gibt es kleine Nummern. Es ist die Unternummer 5. Wenn man vielleicht aufschlägt, 375 ist fast geschickter, dann ist es vis-à-vis auf der linken Seite unten. Ursprünglich ist es ja auch ein Brief eines Menschen, der gewusst hat, dass er gehen muss. Ein Neujahrsgruß. Chang ist auch mit dem neuen Jahr in neues Leben, in die neue Stufe gegangen. Das verbindet auch die Situationen beider, Bonhoeffer und Chang. Es wurde später vertont, mehrfach, die bekannte Liedform, die wir oder die meisten vielleicht kennen. Da ist dann der letzte Vierzeiler, ganz am Schluss ist der Refrain. Und wahrscheinlich können wir den gut miteinander singen. Und als Strophen ausgewählt sind einfach der erste Vierzeiler und dann auf der rechten Seite eben die letzten beiden vor dem Refrain. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. All deine Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Der Herr sei mit euch. So segne, begleite, behüte Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Geht und bleibt in Gottes Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.